Auch noch. Dann hat die Bürgermeisterin gemeinsam mit der Steidl, die von der Postfiliale fahren, haben sich einfach irgendeinen Scheiß aus die Finger rausgezogen. Die können nicht einmal lesen, weder die eine noch die andere. Nicht einmal gescheit lesen! Verdienen ein Schweinegeld. Die andere ist stinkneidig, fand die bei der Postfiliale und meint sich, andere drüben ist das Allergleiche. Eine NSDAP-Vibe, das ist ein Albtraum. Nicht einmal lädt da irgendjemand von der Sozialdemokratie irgendwen ein, wo ich auch noch Mitglied war. Das ist eine Frechheit. Die machen alles kaputt. Alles. Und dann erfinden die irgendeinen Scheiß, bringen das zum Staatsanwalt. Wenn ich an Krebs operiert werde, war das in der Staatsanwaltschaft in Amberg, dann bin ich bloß heimgekommen, war frisch operiert, am Ende, hab bloß schnell unterzeichnet und mir gedacht, Hauptsache der Scheiß ist weiter. Dann wollen die von mir 1000 Euro von der Staatsanwaltschaft, wo wir eh schon kein Geld mehr haben, und dann noch extra Kosten und was weiß ich. Und ich hab gesagt, okay, macht's das ruhig. Meine Tochter und ich, wir haben das gemeinsam bezahlt. Ich hab gesagt, die werden das alles. Zahlweise, jeder einzeln, werdet ihr das zurückzahlen. Und ich sag euch eins, wenn ihr nicht so weitermacht, wenn ihr weiter so macht, habt ihr bald eine eigene Kristallnacht hier. Das schwöre ich euch. Weil es ist der Hammer, was hier abläuft. Solche Antisemiten und Arschlöcher überall, das ist ein Wahnsinn!